Es ist 16 Uhr. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu Westkanada und Alaska individuell erleben, Ihre maßgeschneiderte Traumreise. Dieses Webinar findet heute statt im Rahmen der digitalen Reisemesse und ich möchte Sie im Namen aller Organisatoren und Mitorganisatoren ganz herzlich begrüßen. Auch im Namen meiner Kollegin Susanne Metz, die mich heute bei der Technik und beim Chat unterstützt. Sie haben eine Chatfunktion, die Sie herzlich gerne nutzen können für all Ihre Fragen. Meine Bitte ist, richten Sie Ihre Fragen an alle und nicht nur an mich, den Host dieser Veranstaltung, damit die Susi Metz auch mitlesen kann und ein bisschen Ihre Fragen im Vorfeld schon sortieren kann und filtern kann. Es ist 16:01 Uhr. Wir haben den Großteil der registrierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer live dabei. Und damit starten wir jetzt auch in unser Programm. Willkommen zu Ihrer heute leider nur virtuellen Traumreise durch Kanada und Alaska. Es fällt mir nicht leicht, angesichts der schrecklichen Nachrichten aus der Ukraine, mich heute ganz dem Thema Reisen zu widmen und darauf zu konzentrieren. Ich denke, sehr vielen von Ihnen wird es sehr ähnlich gehen im Moment. Umso mehr freue ich mich aber, Sie und ein wenig auch mich selbst in der kommenden Dreiviertelstunde mal auf andere, auf positive, auf schöne Gedanken zu bringen. Deswegen willkommen zu Ihrer Traumreise, heute nur virtuell, aber das ist ja immerhin schon mal ein Anfang. Was erwartet Sie, was erwartet uns in den nächsten 45 Minuten? Zunächst einmal werde ich unser Unternehmen und mich selbst noch einmal kurz vorstellen und dann sind wir auch gleich beim Hauptthema. Reisen nach Kanada, nach Alaska maßgeschneidert oder eine vorgefertigte Reise buchen. Wo sind die Unterschiede? Was sind die Vor- und Nachteile? Wir sehen uns dann die atemberaubende Vielfalt der Reiseziele in Westkanada und Alaska ein bisschen näher an und ich stelle Ihnen vor, wie wir persönlich beraten, wie wir buchen, wie wir Ihre Reise individuell gestalten. Zum Ende hin gehen wir dann noch kurz einmal auf ein paar wichtige Fakten ein, wie Wetter, Einreisebestimmungen und so weiter. Und zum Schluss bleibt natürlich noch ausreichend Zeit für Ihre Fragen. Wie gesagt, die können Sie auch während des Vortrages jetzt schon im Chat stellen. Steigen wir ein zu Invataro Tours und zu mir, Martin Pont. Ich bin 56 Jahre alt, ich arbeite seit 37 Jahren in der Touristikbranche und habe Kanada und Alaska seit den 1990er Jahren sehr intensiv bereist. Ich war insgesamt mehr als 30 Mal im Land unterwegs. Zuerst als Reisender, dann eher so ein bisschen in Richtung Entdecken, tiefer eindringen in die Kultur, in die Landschaft, in die Menschen, in die Geschichte und habe dann auch mehrere berufliche Sabbaticals von 3, 6 und 9 Monaten in Alaska und in Kanada verbringen können. 2016 habe ich unseren Reiseveranstalter Invataro Tours gegründet. Wir sind zu fünft und haben uns zum Ziel gesetzt, individuelle Reisen in die Region möglich zu machen. Seit 2019 arbeite ich auch als Autor von Reiseführern. Der erste ist im Michael Müller Verlag erschienen, Kanada, der Westen mit Südost-Alaska mit dabei. Und der zweite und dritte Reiseführer sind in Arbeit, werden Ende des Jahres erscheinen. Das Ganze hat mir geholfen, die Arbeit an den Reiseführern auch nochmal mit einem etwas anderen Auge drauf zu schauen und wirklich tief in die faszinierende Natur, Landschaft, aber auch Kultur und Geschichte der Region einzusteigen. Als Reiseveranstalter haben wir drei Schwerpunkte. Mit dem ersten werden wir uns jetzt hier im Webinar beschäftigen, nämlich mit individuellen Erlebnisreisen in Westkanada und Alaska. Wir wenden uns damit an Menschen, die das erste Mal nach Kanada oder Alaska reisen, aber schon so Vorstellungen haben, was sie sehen, was sie entdecken, was sie erleben möchten. Wir richten uns aber auch an Gäste, die sagen, ich war schon mal da, ich habe beim ersten Mal die Klassiker gemacht und jetzt möchte ich mehr Neues, Interessantes entdecken. Der zweite Schwerpunkt sind individuelle Radreisen in Westkanada und Alaska. Ich habe selbst 13.000 Kilometer im Fahrradsattel in der Region hinter mir. Das Thema Fahrrad wird hier heute in diesem Vortrag auch an der einen oder anderen Stelle vorkommen, ist aber heute schon ausführlich behandelt worden in dem Vortrag mit dem Rad durch Kanada und Alaska. Den haben wir um 12:30 Uhr gehalten. Nicht traurig sein, wenn Sie den verpasst haben. Ende der Woche wird er in der Mediathek zur Verfügung stehen und Sie können sich den selbstverständlich dann gerne nochmal anschauen.
Der dritte Schwerpunkt sind individuelle Naturreisen. Natur heißt für uns Tiererleben, Tierbegegnungen mit Bären, mit Walen, mit Karibus. Es heißt aber auch Langstreckenwandern wie auf dem West Coast Trail oder Chilco Trail. Es sind Gletscherbesteigungen, Bergbesteigungen, alles, was in irgendeiner Form Erlebnisse in und mit der Natur sind. Warum machen wir das Ganze? Weil Kanada und weil Alaska es uns relativ leicht machen, denn es sind absolute Sehnsuchtsziele. Es vergeht kaum eine Woche, wo nicht irgendwo im Fernsehprogramm vom Traumziel Alaska Highway oder Sehnsuchtsziel Yukon die Rede ist. Die Medien in den Reiseteilen überschlagen sich mit Lobeshymnen. Vancouver wird regelmäßig zu einer der lebenswertesten Städte der Welt gewählt und der Lonely Planet Reiseführer hat Vancouver Island für dieses Jahr zu den Top 10 Regionen weltweit gewählt, die man unbedingt erleben und bereisen sollte, weil sich gerade im Bereich nachhaltiger Tourismus, indigener Tourismus, aber auch biologisches Essen, regionale Produktion sehr viel getan hat in den letzten Jahren in der Region. Es sind also sehr vielfältige und sehr abwechslungsreiche Destinationen, für die wir, unser gesamtes Team, eine große Begeisterung haben. Und wir freuen uns und sind Ihnen dankbar, dass Sie hier heute eingeschaltet haben, damit wir ein bisschen dieser Begeisterung und der Informationen auch an Sie weitergeben können. Kommen wir zu der Hauptfrage: maßgeschneidert reisen oder vorgefertigt reisen? Wir haben uns natürlich lange gefragt, was sollen wir anbieten, wie werden wir agieren, als wir uns vor 6 Jahren gegründet haben. Wir haben damals schon gesagt, Reisen besteht aus 2 Hauptkomponenten. Das sind zum einen die Fakten. Reisen ist immer irgendwo von A nach B. Welche Route nehmen Sie? Welche Dauer, Reisedauer? Auf welcher Strecke sind Sie unterwegs? Mit welchem Verkehrsmittel? Und dann in A, in B, was ist Ihre Unterkunft, wie sieht Ihre Verpflegung aus, was machen Sie vor Ort für Ausflüge, welche Kosten fallen für das Thema an, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Kosten, Budget, auch das sind Fakten, die eine Reise mitprägen. Der zweite Aspekt sind die Emotionen. Was fühle ich, was spüre ich? Werden meine Erwartungen überfüllt? Werden sie übertroffen? Werde ich überrascht, wenn ich unterwegs bin? Das sind wichtige Punkte, die spielen dort auch mit rein. Und wir sagen immer, Reisen besteht aus beidem. Reisen besteht aus Fakten und aus Emotionen. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie steigen viele in einen Kanada-Urlaub ein? Ganz typisch sind für Gäste, die das erste Mal nach Kanada kommen, 2-wöchige Mietwagenreisen durch Alberta und British Columbia, wo sie viele der bekannten Postkartenmotive entdecken und erleben können. So eine typische Einsteigerreise, wie ich sie aus dem Katalog eines unserer Veranstalterkollegen rausgenommen habe, geht 2 Wochen, deckt viele Highlights ab und man denkt, man könne dabei ja nicht unbedingt etwas falsch machen. Wenn wir jetzt hier mal etwas tiefer einsteigen, so eine typische Geschichte ist, dass man im Osten anfängt oder Südosten, in Calgary, Alberta, ist per Flug direkt aus Frankfurt zu erreichen. Man reist dann direkt in die Rocky Mountains zu den Nationalparks Banff und Yoho mit dem bekannten Lake Louise, mit dem Columbia Icefield, weiter über den Jasper Nationalpark, Mount Robson Province Park, Clearwater am Wells Gray Province Park, nach Whistler, Olympiastädtchen von 2010 und dann hinüber in den Pacific Rim National Park auf Vancouver Island mit Tofino, dem kleinen netten Städtchen am Ende der Straße. Zum Abschluss gibt es noch einen kleinen Abstecher nach Victoria und dann geht es hinüber nach Vancouver, wo sie die letzten beiden Tage ausklingen lassen, um von dort aus dann, das ist diese 2. rote gestrichelte Linie, dann wieder zurückzufliegen nach Deutschland. Das ist so eine typische Einsteigerreise. Guckt man sich mal an, wie die Veranstalter das Ganze anbieten, dann ist die Route festgelegt. Ich habe es eben schon gesagt, von Calgary über die Nationalparks, Vancouver Island nach Vancouver. Ist diese Route in irgendeiner Form anpassbar, veränderbar? Nein. Sie müssen diese Route so abreisen. Sie können nicht sagen, ich verzichte auf Victoria, ich möchte lieber was anderes machen. Das geht nicht. Diese Route ist übrigens auch immer 12 Tage und 13 Nächte lang. Und wenn Sie sagen, aber ich habe doch 15 Tage Zeit, kann ich nicht hier eine Nacht mehr? Nein, das können Sie nicht. Diese Reise ist nicht veränderbar. Sie können am Anfang und am Ende 1-2 Nächte dranhängen in Calgary oder Vancouver, aber nicht unterwegs. Die Reisezeit, die Sie unterwegs sind, liegt zwischen 2,5 bzw. 5 Stunden täglich.
Zweieinhalb, weil sie sind 12 Tage unterwegs. Google Maps sagt, sie brauchen dafür 30 Stunden. 30 Stunden durch 12 heißt 2,5. Das heißt, sie sind im Schnitt jeden Tag 2,5 Stunden im Auto unterwegs. Faktisch sind es aber 5 Stunden, weil sie üblicherweise immer 2 Nächte an einem Ort sind, um den Ort an einem Tag zu entdecken und am nächsten Tag dann quasi die doppelte Zeit unterwegs zu sein, nämlich 5 Stunden. Auch das können Sie nicht anpassen, nicht ändern, nicht verändern. Bei diesen vorgefertigten Reisen haben Sie aber natürlich die Möglichkeit, den Mietwagen noch zu ändern. Das ist auch absolut sinnvoll, denn kalkuliert ist die Leistung auf einem Kia Rio. Das ist so Opel Corsa-Kategorie. Da kriegen Sie keine 2 handelsüblichen Koffer in den Kofferraum. Das ist hoffnungslos. Also natürlich können Sie hier gegen einen Mehrpreis auf ein anderes Fahrzeug upgraden. Auch bei den Unterkünften haben Sie auf der einen Seite gute Mittelklasse-Hotels. Das ist also schon eine gewisse Qualität dahinter, aber es ist vorgegeben. Die Hotelanlagen sind alle über 100 Zimmer und das sind Kettenhotels. Sie haben Best Western dabei oder Holiday Inn oder ähnliche Unterkünfte. Es fehlen die landestypischen Unterkünfte und auch hier, Sie können nicht ändern. Sie können nicht sagen, wenn wir eine Nacht mal auf dem zentralen Plateau, auf dem Hochland, eh nur eine Zwischenübernachtung in einem Motel haben, wie in der Historic Head Creek Ranch auf dieser Route. Da reicht mir ein sehr einfacher Standard. Wenn ich dann aber in Tofino bin, an der Pazifikküste, dann hätte ich gerne mein 4-Sterne-Hotel und einen Hot Tub auf meinem Balkon, wenn ich auf den Pazifik zum Sonnenuntergang gucke. Nein, das geht nicht. Sie können hier die Hotelauswahl nicht ändern. Ausflüge sind keine enthalten. Sie können auch keine dazu buchen. Das müssen Sie schon selber machen. Und der Preis steht auch fest. Das sind 2.000 Euro. Das mag angemessen sein für diese Leistung ohne Flug oder auch nicht. Das müssen Sie selbst entscheiden. Ich will das nicht schlecht reden, aber auch hier wieder, Sie haben keine Möglichkeit, das Ganze anzupassen, zu optimieren und zu sagen, ich möchte ein bisschen günstiger oder ich möchte ein bisschen qualitativer bei den Unterkünften. Trotzdem kann das natürlich für Sie die bestmögliche Reise sein. Sie müssen selber nicht nachdenken, Sie müssen nicht planen, Sie müssen sich nicht überlegen, wohin, sondern Sie reisen dorthin, wo jedes Jahr Millionen andere auch unterwegs sind und wo auch viele aus Ihrem Bekannten- und Verwandtenkreis sagen, ach, da war ich auch schon, und man kann dann hinterher drüber sprechen und seine Urlaubserinnerungen austauschen und vergleichen. Und wir haben gesagt, Reisen besteht zum einen aus Fakten, aber zum anderen eben auch aus den Emotionen. Was macht eine Reise aus? Es sind aus unserer Sicht beides, die Kombination aus Fakten und Emotionen. Denn wenn Sie nach dem Urlaub gefragt werden, wie war es denn so in Kanada? Dann erzählen doch die wenigsten von Ihnen, ach, wir sind 2317 Kilometer gefahren, haben in 9 verschiedenen 3-Sterne-Hotels übernachtet und sind nur 4 Stunden, 12 Minuten im Stau gestanden. Nein. Was Sie machen ist, Sie erzählen von Ihren Erlebnissen, von den Emotionen, die diese Erlebnisse ausgelöst haben. Sie sagen, du, wir haben da in Tofino das Picknick am Strand gemacht abends und das war so eine schöne Abendstimmung und dann noch die Surfer bis zum Sonnenuntergang und das war einfach absolut traumhaft. Das sind die Emotionen, die für Sie zählen und von denen Sie erzählen. Wenn wir uns jetzt diese typische vorgefertigte Reise mal ansehen, wie sieht es denn da mit den Emotionen aus? Wir haben ja bisher nur über die Fakten gesprochen. Aus unserer Sicht, aus unserer Wahrnehmung, wie gesagt, jeder muss selber sehen, wie er etwas sieht, empfindet, aber aus unserer Wahrnehmung schaut es mit den Emotionen hier leider auch nicht so gut aus. Nehmen wir nur mal die ersten beiden Stationen, über die wir gesprochen haben, von Calgary startend in den Banff Nationalpark mit Lake Louise. Was Ihnen nämlich die wenigsten Veranstalter und die wenigsten Reiseführer erzählen, ist, dass es am Lake Louise gar nicht immer so schön ist wie auf diesen Postkartenbildern. Das Bild habe ich selbst gemacht, wie 95% der Bilder hier in dem Vortrag. Nicht, weil ich glaube, ich wäre ein toller Fotograf, sondern weil ich meine eigenen Eindrücke wiedergeben möchte und Ihnen zeigen möchte, Kanada ist so schön, das können Sie selber auch so erleben. Das nächste Bild zeigt auch den Lake Louise bei nicht ganz so schönem Wetter. Es ist ein Augustmorgen, 6.30 Uhr und die Kanus liegen hier beim Bootsverleih noch schön aufgereiht in Reih und Glied, weil der macht nämlich erst um 7 auf und dann kann man noch so eine schöne, ruhige Morgenstimmung am See erleben und fotografisch festhalten oder auch nicht. Denn die Wahrheit ist, geht man 50 Meter zurück, sieht das Ganze so aus.
Lake Louise morgens um 6.32 Uhr im August. Natürlich sind längst die ersten Reisebusse da. Natürlich ist der Parkplatz mit einer Stellplatzkapazität von 1500 Pkw bereits fast voll. Und all diejenigen, die eine halbe Stunde später kommen, um 7 Uhr, werden schon gar nicht mehr die 3 Kilometer bis zum See auf der Seestraße losgelassen. Die müssen unten halten und die müssen unten in einen Shuttlebus umsteigen. Ab 7 Uhr morgens fährt der Shuttlebus. Natürlich nur, wenn Sie entsprechend den Shuttlebus im Vorfeld schon reserviert und gebucht haben. Nur dann kommen Sie auch mit hinauf zum See. Oder Sie probieren es abends um 20 Uhr nochmal. Da schaut es dann auch wieder ein bisschen entspannter aus. Wechselt man von dem bekannten Lake Louise zum Moraine Lake, der ist nur ein paar Kilometer weiter, auch so ein traumhaftes Postkartenpanorama. Auch dort ist die Situation leider ähnlich. Morgens um 8:30 war das dann. Um dieses Bild zu machen, musste ich mich aber erstmal durch 3 Reisebusladungen asiatischer Besucherinnen und Besucher durchkämpfen, um dann auch irgendwann mal vorne zu stehen, um ein Foto machen zu können. Ein paar Kilometer nördlich liegt der berühmte Peyto Lake, auch er einer von diesen türkisgrünen, blauen Gletscherseen. Mit einer klitzekleinen Besucherplattform, auf der hier im Moment 17 Menschen stehen. Wenn Sie glauben, das sei voll und viel, nein, ich habe das Foto gemacht und hinter mir war im Anmarsch schon eine 45-köpfige Busgruppe. Auch das wieder Besucherinnen und Besucher aus China, die immer nur 5 Minuten für den Fotostopp haben und in der Zeit die Selfies mit sich und der Familie durchbekommen müssen. Sie können sich vorstellen, dass es vorne am Geländer ein kleines Durcheinander gegeben hat und die asiatischen Gäste haben andere Fotografievorstellungen als wir. Wir verstehen nicht, warum die drängeln. Die verstehen nicht, warum wir nur die Landschaft anschauen. Da prallen Kulturen auf engstem Raum aufeinander und das ist nicht immer schön. Sie werden sagen, das ist doch Kanada. Warum kann denn das hier so voll sein? Die Antwort, es ist so voll, weil sich wenig Straßenkilometer anbieten und die von sehr vielen Urlaubern genutzt werden. 10.30 Uhr, Zufahrt zum Banff Nationalpark, es sind noch 1300 Meter bis zum Kassenhäuschen und der Verkehr staut sich auf 4 Spuren. Es gilt grundsätzlich, wo Sie mit dem Auto hinkommen, ist es voll, vor allen Dingen in Alberta in den Rockies. Sind Sie weiter im Norden unterwegs, sind Sie in bestimmten weniger besiedelten Regionen unterwegs, schaut das Ganze besser aus. Aber wer alle touristischen Highlights abklappern will, ist nun mal mit Hunderttausenden zeitgleich unterwegs. Leider sieht das Ganze, um nochmal kurz auf schlechte Nachrichten zu kommen, danach gibt es ein paar schönere Alternativen, auch bei den Unterkünften nicht besser aus. Die Nationalparks sind voll, es darf dort seit vielen Jahren nicht mehr gebaut werden und dementsprechend sind die Unterkünfte dort entweder 12-stöckige Bettenburgen wie die Luxusherberge Chateau Lake Louise, Zimmerpreis ab 600 Euro die Nacht, oder sie haben Hotelbauten mit dem Charme einer Gesamtschule aus den 1970er Jahren, eines Seniorenheims oder einer typischen deutschen Kleinstadt-Reihenhaussiedlung. Das alles im Schnitt für mehr als 300 Euro die Nacht. Ja, es ist leider so, die Nationalparks Banff und Jasper sind mittlerweile vom Massentourismus geprägt. Und wir haben sehr viele Kundinnen und Kunden, die sagen, Herr Punt, Sie hatten recht, wir hätten es nicht machen sollen. Dort kriegt man für sein Geld keine reelle Leistung mehr, keinen vernünftigen Gegenwert mehr. Wenn Sie das alles nicht abschreckt, wenn Sie sagen, ich möchte unbedingt hin, ich möchte das mal sehen, dann buchen wir Ihren Urlaub gern auch in diesen Regionen und versuchen das Ganze ein bisschen antizyklisch zu gestalten. Da gibt es Möglichkeiten, wie man dem größten Stau und dem größten Andrang aus dem Weg gehen kann. Aber wenn das grundsätzlich nicht Ihre Vorstellung von Kanada ist, dann sollten wir, und das machen wir sehr, sehr gerne, mit Ihnen gemeinsam Routen suchen, wo sich Ihr Kanada-Bild noch verwirklichen lässt und mit Ihnen gemeinsam eine Route planen und gestalten, wo Sie sich wiedererkennen und wiederfinden und Kanada mit all seinen immer noch bestehenden sehr schönen Erlebnissen und Facetten genießen können. Es wird auch auf dieser typisch vorgefertigten Reise nicht wirklich besser. Wir haben dann die Situation der Icefields Parkway am Columbia Icefield. Von Banff nach Jasper wird in einem Tag durchfahren. Wir empfehlen das immer antizyklisch zu machen, zwischendurch auf halber Strecke zu übernachten. Dann entgeht man den Menschenmassen sehr gut. Und im weiteren Verlauf haben Sie dann zum Beispiel nur einen einzigen Tag in Tofino an der Westküste. Wir empfehlen mindestens 3 oder 4 Tage, weil das ist wirklich
wirklich das Zentrum, wo sie Wale beobachten können, Bärenbeobachtungen, Kanutouren und Kajaktouren machen können, tief in die indigene Kultur einsteigen können. Es gibt heiße Quellen, es gibt traumhafte Wanderwege, es gibt einen 40 Kilometer Radweg entlang der Küste. All das sollte man mal ausprobiert haben. Oder einfach auch nur einen halben Tag am Wasser sitzen, Picknick machen und den Surfern zuschauen, bis die Sonne fällt. Auf der weiteren Route ist dann noch Victoria vorgesehen. Zu Victoria gibt es auch zwei verschiedene Meinungen. Einige sagen, es muss unbedingt in eine Reise rein. Ich sehe es etwas anders. Victoria gilt als britischste Stadt im Westen. Meine Empfehlung ist, wenn Sie britische Städte mögen, fliegen Sie nach England. Man muss das nicht unbedingt in Victoria machen. Es ist auch eine sehr stark von Massentourismus, einige sagen Overtourismus geprägte Stadt. Damit stellt sich natürlich die Frage, warum gibt es so viele Veranstalter, die eine typische vorgefertigte Reise in dieser Region anbieten? Und die Antwort ist, weil es dort die Bettenkapazitäten gibt, weil die Veranstalter in Hotels mit 100 und mehr Zimmern problemlos eine Buchung nach der anderen platzieren können, ohne großen Arbeitsaufwand. Das kann trotzdem, wie gesagt, für Sie die ideale Reise sein. Wir wollen Ihnen aufzeigen, dass es durchaus noch die eine oder andere Alternative gibt. Also wenn wir uns diese Route anschauen würden, und in der Tat kam ein Kunde mit genau dieser Reise rein und sagte so oder so ähnlich, wir passen dann alles individuell an. Wir haben uns die Route angeschaut, wir haben die Reisedauer etwas verlängert, weil es sinnvoll war. Wir haben beim Fahrzeug was gemacht, wir haben die Unterkünfte nach Wunsch des Kunden gestaltet und. Das alles machen wir. Aber die Frage ist nicht nur, was machen wir, sondern warum machen wir das Ganze? Und die Antwort ist auch da relativ klar, damit Ihre Urlaubsträume nicht den Bach runtergehen, damit Ihr Kanada-Bild in der Realität erfüllt wird. Seien es fantastische Wasserfälle wie hier in den Hamilton Falls im Wells Gray Province Park oder der Blick auf den Gletscher runter. Im Vordergrund sitzen ein paar Menschen auf einer Felskante und es geht dann 300 Meter in die Tiefe und dahinter erstreckt sich dann der Gletscher bis zum Horizont hinauf. Das ist der Salomon Gletscher an der Grenze von Britisch-Kolumbien und Südost-Alaska bei Stuart Hyder. Vielleicht schon mal gehört den Begriff. Viele unserer Kundinnen und Kunden berichten dann aber, wenn sie zurückkommen, das Faszinierendste war nicht das, was wir erwartet und vorgefunden haben, sondern dass wir am Strand saßen und dort in dem Baum direkt am Ufer saß ein Weißkopfseeadler und der saß keine 10 Meter von uns weg und den haben wir eine halbe Stunde beobachten können. Oder vielleicht hat auch er uns beobachtet, aber wir haben dann auch ein entsprechend schönes Foto schießen können und das war für uns absolut eindrucksvoll. Wir haben Gäste, gerade Freitag habe ich eine Buchung fertig gemacht für zwei Damen, die in den Great Bear Rainforest reisen zu den weißen Bären, den Spirit Bears oder biologisch Kermode-Bären, eine Unterart der Schwarzbären mit einer genetischen Abweichung, die mit weißem Fell unterwegs sind. Die Tiere gibt es nur dort in der Region, etwa noch 180 bis 200. Für manch einen mag es ein Lebenstraum sein, einmal einen Spirit Bear zu sehen und in freier Wildbahn zu erleben. Auch so etwas kann Emotionen auslösen. Etwas einfacher und auch günstiger zu haben sind Emotionen wie eine Tour entlang des Okanagan Lake mit einer Mittagspause im Arrowhead Weingut, wo man draußen in der gepflegten Gartenanlage sitzt, sich einen schönen Picknickteller und einen schönen kühlen Weißwein servieren lässt. Kanada hat 0,5 Promille, genau wie wir, also ein Gläschen Wein in der Mittagspause ist schon machbar und dann den Blick über den See genießen. Und auch typisch kanadisch authentische Atmosphäre, die gar nichts kostet, sind die vielen Farmers-Märkte, die meistens an Samstagen, teils auch dienstags und mittwochs stattfinden und in allen kleinen Städten und Dörfern stattfinden, so wie hier auf Main Island, einer der Inseln im Bereich der Southern Gulf Island zwischen Vancouver und Vancouver Island. Eine Insel mit 6.000, 7.000 Einwohnern. Der Farmers Market hat 25, 30 Stände. Es gibt Live-Musik. Es gibt nur regionale Produkte, viel Bio, viel vegan.
Kunsthandwerk, das lokal auf der Insel hergestellt worden ist. Und 90-95% der Gäste sind Einheimische. Es kommen kaum mal Auswärtige dorthin. Und wenn, werden sie herzlich willkommen geheißen nach dem Motto, wer bist du denn, wo kommst du her und was? Du hast das vegane Sandwich da hinten noch nicht probiert, das musst du unbedingt machen. Und überhaupt, du solltest dazu mal zu einem Schmuckstand rüber. Das kostet nicht mal ein Drittel von dem, was es in Vancouver kostet. Also die vielen Tipps von den Einheimischen gibt es dann immer noch von Herzen dazu. Das Ganze, diese ganzen Emotionen, die Sie hoffentlich ansprechen, vielleicht war das eine oder andere dabei, was Ihnen gefällt, das dient unserem Ziel, nämlich für Sie die Reise Ihres Lebens zusammenzustellen. Zum Beispiel auch auf Vancouver Island. Ich sage immer, Vancouver Island ist so ein bisschen klein Kanada, es ist alles dabei. Und ja, die Berge im Hintergrund, das ist der Golden Hind, der ist nur 2200 Meter hoch, aber das im Prinzip direkt vom Meeresspiegel nach oben. Und es ist auch ein mächtiger, ein gewaltiger Bergkoloss. Man kann auf Vancouver Island sehr viel erleben. Und ja, keines der Bilder, die ich jetzt hier die letzten 5 Minuten gezeigt habe, ist etwa entstanden entlang der Route der vorgefertigten Reise. Also wir denken und wir planen für Sie und wir gestalten für Sie ein bisschen outside the box, abseits der ausgetretenen Pfade. Kanada und Alaska, atemberaubende Vielfalt. Das ist ein Punkt, wir haben eben drüber gesprochen, wo der Unterschied liegt, wie wenig flexibel eine vorgefertigte Reise ist. Einige von Ihnen werden nun denken, ja gut, dann mach mal, dann gestalte mir mal was und pack mir mal einen schönen individuellen Trip zusammen. Dazu ist es wichtig, dass Sie mithelfen, mitarbeiten und uns wissen lassen, was Ihnen wichtig ist. Und wenn Sie sagen, ja, ich weiß doch noch gar nicht, was ich will, wenn ich nicht weiß, was es gibt, ist meine Empfehlung, kaufen Sie sich einen Reiseführer, irgendeinen Reiseführer. Und dann blättern Sie durch, lassen Sie sich inspirieren, lassen Sie sich ansprechen nach dem Motto, da will ich hin, das will ich sehen, das will ich machen. Für alle die, die jetzt noch keinen Reiseführer haben, mal ein paar Beispiele für die Vielfalt des Landes und wie wichtig es ist, dass wir Ihnen zuhören, wenn Sie sagen, was Sie wollen, was Sie sehen und erleben wollen. Wenn wir die Menschen fragen, warum Kanada, dann kommt oft die Aussage, ja wegen der Natur, was denn sonst? Aber Natur kann auch zwei sehr unterschiedliche Aspekte haben. Wir haben am Messestand mal Menschen gehabt, die gesagt haben, ich will Natur. Und da haben wir gefragt, ja was ist für dich Natur? Und die Antwort war, naja, wir packen unsere Rucksäcke und dann ziehen wir einen Tag lang über Berg und Tal und durch die Wälder und dann kommen wir an einen traumhaften Bergsee, steigen dort aufs Kanu um, paddeln über den See hinüber und dort auf der anderen Seite ist so eine schöne kleine Landzunge und dort schlagen wir unser Zelt auf und genießen die Zeit. Und ein anderes Ehepaar, was daneben stand, ließ die Kinnlade fallen und sie sagte dann zu mir, die Natur, die nehmen wir auch gerne und den Bergsee nehme ich gerne. Aber ich möchte da bitte mit dem Wasserflugzeug hin. Ich latsche doch nicht durch die Natur und dann noch selber paddeln oder was. Und dann bitte kein Zelt, aus dem Alter bin ich raus. Ich hätte dann gerne eine 4-Sterne-Lodge am See. All das ist machbar, aber wir müssen von Ihnen wissen, was Ihre Wünsche sind, was Ihre Erwartungen sind, um Ihnen wiederum im Gegenzug das Passende anzubieten. Natur ist ja nicht nur Landschaft. Natur ist in ihrer Vielfalt an der gesamten Westküste das Thema Wale, Buckelwale, Grauwale, ganz im Norden sogar Beluga-Wale. Es gibt an der Küste, in den küstennahen Gewässern Schwertwale, auch Orca oder Killerwale genannt. Schwarzbären kann man von British Columbia bis weit hoch nach Alaska erleben und natürlich auch Grizzlybären. Und das ist so ein wichtiger Aspekt. Wenn Sie sagen, ich möchte einmal im Leben einen Bären in freier Wildbahn erleben, dann können wir das möglich machen. Auf unterschiedliche Art und Weisen, von kostenfrei bis hochexklusiv, alles mit dabei. Das gilt auch für Eisbären, für die Kermode-Bären, die ich eben schon angesprochen habe. Und mit etwas Glück steht dann direkt neben dem High Bay im Sonnenuntergang auch mal ein Elchbulle im Fluss. Natur ist aber nicht nur die Fauna, es ist auch die Flora, hochalpine Bergwiesen im Juli und im August, die in allen Farben erblühen oder ganzjährig tolle botanische Gärten und gepflegte Gartenanlagen wie hier die Butchart Gardens. Wenn jemand sagt, ich möchte Natur, haben wir auch schon den Zusatz gehabt, aber ich will in die Badlands.
Ich will nach Alberta in die Trockenregion östlich der Rocky Mountains, wo die Regenscheide der Rockies dafür sorgt, dass da relativ wenig Niederschlag ist und die Natur, die Landschaft sehr bizarre Formen annimmt. Wir haben viele Gäste, die einen Roadtrip machen wollen, ab in den Norden. Der Alaska Highway ist immer noch ein absoluter Mythos. Auch das können wir möglich machen mit Wohnmobil oder Pkw. Herzlich gerne auch so wie hier im Herbst mit der Herbstverfärbung. Das ist der Indian Summer des Westens. Keine Laubbäume, die gibt es hier nicht. Aber die Moose, die Sträucher, die Gräser, die Farne verfärben sich. Und darüber hat man das Panorama des Kluani-Nationalparks mit seinen 5000ern. Noch eindrucksvoller wird es, wenn man sich diese Landschaft nicht von unten, sondern von oben anschaut, zum Beispiel mit einem Flugzeug eine Tour über den Kaskawalsh-Gletscher fliegt. Der ist immerhin 80 Kilometer lang. Das Kluani-Eisfeld ist das größte nicht-polare Eisfeld der Erde. Das heißt, außer in Grönland und der Antarktis haben sie keine größeren Eisfelder, keine größeren Gletscher als hier in dieser Region. Wasserfälle sind ein ganz wichtiges Thema, die uns dann auch mal klein und ehrfürchtig werden lassen, wie hier am Mendenhall-Gletscher in Alaska. Einfach hingehen, staunen, erleben, Fotos machen, kostet nichts. Und die zweite Möglichkeit oder eine von sehr vielen weiteren Möglichkeiten, Wasserfälle auf eindrucksvolle Art und Weise zu erleben, sind zum Beispiel die Virginia Falls im Nahanni Nationalpark in den Northwest Territories. Nicht ganz leicht zu erreichen, aber sehr, sehr eindrucksvoll. Kann ich jedem nur empfehlen, diesen doch gewaltigen Umweg auf sich zu nehmen. Es lohnt, es beeindruckt. Lohnende Natur heißt natürlich auch mit dem Rad unterwegs sein. Dazu bin ich heute schon in dem Vortrag Radreisen, der in der Mediathek zu finden ist, dann ab Ende der Woche, Vortrag war um 12.30 Uhr, schon darauf eingegangen. Zum Beispiel Rad erleben im Whistler Bike Park, Nordamerikas größter Bikepark, oder einfach mal mit dem Rad am Strand entlang in Tofino im Pacific Rim National Park. Natur heißt auch naturnahe Unterkünfte, wenn Ihnen das wichtig ist. Ich hatte Ihnen vorher die teilweise nicht mehr so schönen Unterkünfte in Banff und Lake Louise gezeigt. Aber auch sowas ist natürlich möglich auf Vancouver Island. Naturnahes Wohnen in einer Art Baumhaus und dann teilweise mit dem Hot Tub, dass man zum Sonnenuntergang noch den Blick auf den Pazifik hat. Und das Ganze ist günstiger zu haben pro Nacht als die Kapazitäten in den Rocky Mountains, weil hier einfach das Angebot- und Nachfrageverhältnis noch gesünder ist. Das war ein Teil der Vielfalt, nämlich die natürliche Vielfalt. Und das heißt, jeder von uns sieht Natur anders. Für jeden von uns, für jeden von Ihnen bedeutet Natur etwas anderes. Und deswegen drehen wir den Beratungsansatz um. Es gibt eben keine vorgefertigten Reisen. Nicht wir sagen Ihnen, was Sie sehen müssen und wo Sie langfahren müssen, sondern Sie sagen uns, was Sie erleben wollen, was Sie spüren wollen, was Sie staunen lässt, was Sie begeistert hat, auch schon auf anderen Reisen. Und erst dann legen wir gemeinsam mit Ihnen die Route fest, die es Ihnen ermöglicht, das umzusetzen, das zu erleben, das zu erfahren, was Ihnen wichtig ist und wo wir Ihre Erwartungen erfüllen und vielleicht auch übertreffen können. Also die Frage an Sie: Was ist Natur für Sie? Was ist Ihnen wichtig? Natürlich hat der nordamerikanische Westen viel mehr als nur Natur zu bieten. Vancouver, sagte ich schon, eine der lebenswertesten Städte der Welt, perfekt mit dem Rad zu entdecken. Vancouver rund um den Stanley Park mit dem Fahrrad kommt man dann an den Third Beach. Und ja, die Menschen baden dort wirklich im Wasser und die sind auch nicht besonders abgehärtet, denn im Juli, August sind die Wassertemperaturen weit über 20 Grad, 23, 24 Grad. Also bitte unbedingt auch die Badesachen nach Kanada mitnehmen. Die chinesische Kultur hat im 19. Jahrhundert sehr stark auch die Einwandererkultur im Westen geprägt. Die lässt sich dort auch sehr gut erleben im Dr. Sun Yat-sen Garden oder wenn Sie nach Victoria rübergehen, größte Chinatown Nordamerikas. Auch heute noch eine sehr lebendige Möglichkeit, in den Restaurants, in der Apotheke, in den Tempeln, in diese Welt einzutauchen. Natürlich nicht zu vergessen, die indigenen Kulturen, die lassen sich sowohl sehr lebendig, dazu komme ich später noch, als auch im Rückblick erleben. Eine
gute Einstimmung gibt auf jeden Fall das Völkerkundemuseum in Vancouver, aber auch unterwegs in jedem Ort haben sie inzwischen ein indigenes Kulturzentrum oder so wie in Ketchikan gleich zwei State Parks, den Sexsmann und den Totem Bight, wo sie sehr viel Kulturgeschichte der Tlingit, der Haida und der Tsimshian erleben und entdecken können und natürlich auch indigene Führer, die sie damit ein bisschen vertraut machen. Neben den großen Städten macht den Reiz auch die Kleinstadtatmosphäre aus, so wie hier in Skagway, Alaska, eine Stadt, die durch den Goldrausch groß geworden ist, 1897, 1898 und heute noch nicht viel anders aussieht und sich absolut zu entdecken lohnt. Es gibt viele Geheimtipps, die kaum einer im Vorfeld kennt, wenn man sich nicht intensiv mit der Region beschäftigt hat. So hat Westkanada zum Beispiel das zweit- und drittgrößte Weinbaugebiet Kanadas im Cowichan Valley und wie hier am Okanagan Lake. Also wir sind hier so geografisch auf der Höhe der Weine an Rhein und Mosel und haben aber dazu noch ein etwas besseres Klima, was noch deutlich mehr Sonnenscheinstunden mit sich bringt. Die kanadischen Weine sind hier in Deutschland fast unbekannt. Die Kosten für die Produktion sind sehr hoch dort und somit sind die Weine hier nicht konkurrenzfähig, wo sie für einen guten Franzosen oder Italiener 12 bis 15 Euro die Flasche zahlen, zahlen sie für einen kanadischen Wein gleicher Qualität 30 bis 40 Euro. Aber vor Ort sollte man die unbedingt genießen. Die Craft-Bier-Szene ist bekannt und ist dort groß geworden. Seit 30 Jahren gibt es ein Gesetz, was auch Kleinbrauereien erlaubt, Bier zu brauen, in neu gebauten Restaurants auszuschenken oder auch in kleinen, schnuckligen, älteren Restaurants. Und zum Bier und zum Wein gibt es natürlich auch immer gutes Essen, vielfach aus regionaler Küche und sehr abwechslungsreich. Und wenn es dann doch mal der Burger sein soll, dann ist der meistens schon bio oder vegan unterwegs. Also auch das ist alles möglich. Hinterher noch ein Kaffee oder ein Digestiv oder noch ein Drink an der Bar, ein Cocktail hinterher, ist alles möglich. Über die Farmersmärkte hatte ich schon gesprochen. Auch die gibt es überall und die spielen natürlich auch kulinarisch eine wichtige Rolle. Viele unserer Gäste sind an dem Punkt, wo sie sagen, ja, alles schön, aber ich will auch die große Weite, die Landschaft erleben. Und dann sind wir bei den Roadtrips. Ich habe es ja vorher schon gesagt, es gibt ein paar Staus, wenn man in den wirklich überlaufenden Hotspots unterwegs ist. Aber also als Faustregel nördlich des Highway 16, nördlich der Route von Prince Rupert über Jasper nach Edmonton, da ist viel Platz. Da können Sie auf dem Alaska Highway mit dem Wohnmobil, mit dem Auto unterwegs sein oder auf dem Dempster Highway, 768 Kilometer Wildnispiste, inzwischen bis an die arktische Küste in Taktoyaktak. Wir haben viele Gäste, die sagen, ich möchte auch Kanadier, ich möchte auch Alaskaner persönlich kennenlernen, ich möchte in Kontakt kommen mit den Einheimischen. Ideal dafür geeignet ist eine Fahrt mit den Fährschiffen, mit den Blue Canoes des Alaska Marine Highway Systems. Die fahren von Bellingham, das liegt zwischen Vancouver und Seattle, die gesamte Pazifikküste hoch um die Kenai-Halbinsel herum und dann halb die Aleuten-Inselkette runter bis Unalaska Dutch Harbor. Und sie sind dort 11 Tage unterwegs, mindestens, wenn der Anschluss passt. Können natürlich dann zurückfliegen, aber wenn man das vergleicht mit der Hurtigrouten in Norwegen, die braucht nur 6 Tage von Bergen nach Kirkenes, dann bekommt man einen Eindruck der gewaltigen Dimensionen des Landes. Viele unserer Kunden sind auch mit der Alaska Railroad unterwegs, die 4 tolle Strecken in Alaska befährt, oder mit der kanadischen Eisenbahngesellschaft Via Rail. Auch die hat tolle Strecken wie den Canadian und den Skeener. Auch diese Züge sind natürlich bei uns alle zu Originalpreisen buchbar. Ein bisschen historischer wird es auch. Wir hatten eben schon Skagway als Goldrauschstadt. Von dort führt die White Pass und Yukon Route Railroad an einigen Tagen auch mit Dampfbetrieben die Berge hoch. Auch das ein absolut faszinierendes Erlebnis, ein Muss, wenn man dort in der Region ist. Ruhiger und lokaler wird es auch, wenn man zum Beispiel mit der Francis Barkley auf dem Alberni Inlet unterwegs ist. Der Dampfer fährt 3-mal die Woche von Port Alberni nach Bamfield und liefert Post, Lebensmittel, Medikamente und Amazon-Päckchen aus. Das gehört heute auch mit dazu. Das ist alles so ein Teil der Vielfalt von dem, was man in Kanada erleben kann. Es wird nachher nochmal ein Tick skurriler.
Aber das mal so als ersten kleinen Einblick in die Möglichkeiten, die wir vor Ort haben. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, all das bauen wir gerne mit ein und wir gestalten auch Ihre Reise entsprechend persönlich und individuell. Es geht um Ihre Wünsche. Ihre Wünsche heißt, ich habe es eben gesagt, es kann noch skurriler werden, mit dem alten Minensucher, der Yuchak 3, entlang der Küste mit einem alten Flugboot aus dem Baujahr 1937 oder 39 in die Wildnis reisen und auch dort Medikamente und Werkzeuge und sonstige benötigte Geräte auszuliefern. Wir haben schon Gäste gehabt, die gesagt haben, Jack London fasziniert mich, können Sie mir eine Reise planen auf den Spuren von Jack London, von Seattle hoch bis in den Klondike? Ja, können wir, haben wir schon gemacht. Ich habe letzte Woche eine Anfrage gehabt von einer Dame, die sagte, ich lese so gerne Bücher von Margaret Atwood. Haben wir denn da mal irgendwo, ach, das geht ja bestimmt nicht. Ich sage, natürlich geht das. Wir haben einen Partner, Adventure Canada, der hat Kreuzfahrten und Margaret Atwood reist jedes Jahr auf zwei der Kreuzfahrten mit. Es sind nur 198 Gäste an Bord. Sie hält dort Lesungen, steht für Gespräche zur Verfügung. Also auch das machen wir möglich. Nordlichter, Polarlichter, ja, unbedingt. Ich habe einen Sportkameraden von mir aus dem Tischtennisverein, der ist Bierbrauer und sagte, wir fahren jedes Jahr mit vier Jungs irgendwo hin, wir wollen mal nach Kanada kanadisches Bier probieren. Für die habe ich eine Tour zusammengestellt und dann gibt es halt auch solche Geschichten wie das Bier, was Sie hier im Bild rechts sehen. Das sieht harmlos aus, aber man hat in den 270 Liter Kessel 30 Kilo Muscheln mit reingekippt und das schmeckt jetzt irgendwie so wie eine Mischung zwischen Berliner Weiße und Bouillabaisse. Also man muss es nicht mögen, aber man kann dort vieles ausprobieren, was mit dem deutschen Reinheitsgebot nicht zu vereinbaren ist. Mich hat jemand angesprochen, der hat gesagt, mich interessiert rund um die Waldbrände, dieses Thema der Menschen, die die Waldbrände bekämpfen, diese Firefighter. Ja, natürlich, wir haben die Firefighter Base in Carrimeeos auch mit im Angebot. Sie können die besichtigen, Sie kriegen dort eine Führung. Was nicht geht, ist beim Einsatz mitfliegen, aber sehr tief dort einsteigen. Und wer sich näher für die indigenen Kulturen interessiert, James Allen betreibt sein Familiencamp Shakatan inzwischen auch für Besucher. Es können maximal vier Personen gleichzeitig vorbeischauen. Und James macht nichts anderes, als die Besucher an seinem Leben teilhaben zu lassen. Wie er sich Unterstände in der Wildnis baut, wie er seine Fallenleine legt, wie er fischt. Und wenn er dann abends am Lagerfeuer von der Geschichte seines Stammes, seiner First Nation erzählt, authentischer geht es nicht mehr. Das ist kein Tourismus, das ist Reisen, das ist Erleben, das ist Eintauchen. Und all dies machen wir möglich und wollen es auch für Sie möglich machen. Wie machen wir das nun möglich? Meist dauert es vom ersten Gespräch bis zur Buchung ein bisschen, weil wir fünf verschiedene Schritte haben. Knall die hier mal kurz auf die Folie. Der erste Schritt ist die Vorbereitung. Was gefällt Ihnen? Was wollen Sie sehen? Was wollen Sie erleben? Wie gesagt, kaufen sich einen Reiseführer, machen sich ein paar Gedanken. Dann stimmen wir einen Beratungstermin ab, gerne auch abends und am Wochenende. Sprechen über Telefon, Zoom oder Teams, hören uns Ihre Wünsche an. Diskutieren schon mal erste Optionen, erstellen dann im dritten Schritt ein konkretes Angebot mit entsprechenden Leistungen, Daten, Preisen und so weiter, besprechen das mit Ihnen. Was gefällt, bleibt, was nicht gefällt, wird geändert. Und das wiederholen wir so lange, bis alles Ihren Wünschen entspricht. Wir haben oft die Situation, dass Kundinnen und Kunden sagen, erste Woche ist absolut super, aber in der zweiten Woche hätten wir gerne noch dies und könnte man nicht auch noch. Und wir haben überhaupt gestern in der Doku gesehen, möchten wir auch noch, geht. Ja, wir spielen das so lange hin und her, bis es Ihre persönliche Traumreise ist. Nicht meine, weil Ihre Reise, Ihre Traumreise sieht anders aus als meine. Und das ist richtig und wichtig und gut. Und erst dann erstellen wir den Buchungsauftrag. Sie bestätigen uns den, wir buchen die Leistung bei unseren Partnern ein und Sie leisten eine Anzahlung von 20% des Reisepreises. Nochmal zum Vergleich die vorgefertigte Reise und die Vielfalt dessen, was wir leisten können. Der Kunde, der mit der Reise ankam, ist übrigens nachher dann mit dem, was wir hier als Einklinker eingeblendet haben, weiter gereist und tatsächlich gereist. Warum? Weil es uns gelungen ist, die Reise seines Lebens zu erstellen mit den Punkten, die Ihnen,
die ihm wichtig waren, in kleineren Unterkünften unterwegs zu sein, abseits der Hauptrouten, aber viele Ausflüge mit reingebucht zu haben. All das ist unser Standard zu arbeiten. Wir, und so arbeiten wir gerne für Sie. Nochmal zusammengefasst, was ist jeweils drin? Sie können auf eigene Faust reisen, Sie haben Leistungen anderer Veranstalter, Sie können individuell mit uns unterwegs sein und wir buchen Ausflüge, wir buchen sogar die Campground zur Wohnmobilreisen mit dabei. Sie kriegen von uns umfangreiche Reiseführer, aber ich denke, das Wichtigste sind wirklich die Punkte 2 und 3. Wir stimmen die Routenplanung, wir stimmen die Unterkünfte auf Ihre Bedürfnisse ab, nach Ihren Wünschen. Ja, gut zu wissen, kommen wir noch zum Schluss zu ein paar Fakten. Die Einreise nach Kanada ist aktuell mit dem Reisepass möglich. Das wird sich auch nicht ändern. Sie brauchen eine elektronische Einreisegenehmigung. Das war auch schon vor Corona so. Und wir haben jetzt die Regelung 2G+, genesen, geimpft, vollständig geimpft. Vollständig heißt aktuell 2 Impfungen reichen. Eine dritte wird noch nicht verlangt. Und das Plus heißt, Sie brauchen einen aktuellen PCR-Test oder seit diesem Monat reicht auch ein Schnelltest. Das Wetter ist weitestgehend wie bei uns. Temperaturen in British Columbia im Zeitraum Mai bis September in der Hauptsaison ähnlich wie bei uns. Es kann sehr warm werden, es kann auch mal 2 Regentage geben. Die Lebenshaltungskosten sind ähnlich. Wer sich um Corona Sorgen macht, in British Columbia sind 95% der über 5-Jährigen geimpft. Dementsprechend haben wir aktuell eine 7-Tage-Inzidenz von 51. In den anderen Provinzen und in Alaska sieht es ähnlich aus. Und wir versuchen gerne noch Reisen in 2022 zu ermöglichen. Da wird aber vielfach schon die Kapazität knapp. Und Schwerpunkt ist, im Moment schon verkaufen wir überwiegend für 2023. Wenn Sie im nächsten Jahr reisen wollen, wenn Sie überlegen, im nächsten Jahr nach Kanada oder Alaska zu reisen, nehmen Sie gerne jetzt schon mit uns Kontakt auf, spätestens im August oder September. Und wir sollten Ihre Buchung bis Ende Oktober unter Dach und Fach haben. Nur bis dahin haben wir die volle Auswahl unter allen attraktiven Unterkünften und die besten Preise. Danach wird es weniger. Und wenn es um exklusive Bärenlodges oder ähnliche Erlebnisse geht, ist für 2023 fast schon alles ausgebucht. Da müssen wir Richtung 2024 planen. Ein paar Anregungen haben Sie auf unserer Webseite, will ich jetzt gar nicht mehr groß drauf eingehen. Können Sie sich selber ein bisschen umsehen. Das, was Sie wollen, werden wir versuchen umzusetzen. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Mitreisen heute durch Kanada und Alaska, individuell und maßgeschneidert. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen. Wie gesagt, Sie erreichen uns über die Webseite. Sie können uns eine E-Mail schicken unter info@invataro-tours.de. Und wir sind telefonisch natürlich für erste Gespräche erreichbar, relativ eingeschränkt, montags bis mittwochs und freitags zwischen 10 und 4, weil wir uns den Rest der Woche gerne auch abends, gerne auch Samstag, Sonntag viel Zeit nehmen für individuelle Beratungen mit vorheriger Terminvereinbarung. Das war ein knapp, was haben wir jetzt, 47-minütiger Ritt, eine 47-minütige Reise durch die Vielfalt des Landes. Ich hoffe, ich habe Ihnen einige schöne Ecken zeigen können. Ich habe Sie ein bisschen inspirieren können nach dem Motto, das gefällt mir, da möchte ich auch hin. Und schauen Sie, prüfen Sie, ob das, was Ihnen wichtig ist, Sie in einer vorgefertigten Reise wiederfinden. Dann buchen Sie herzlich gerne dort. Das, was die vielen Kolleginnen und Kollegen machen, das ist nicht schlecht, das ist nicht falsch, aber es passt halt nicht für jeden. Und wenn Sie individuelle Wünsche haben und sagen, das ist mir wichtig, dass das bei meiner Kanada-Reise realisiert und umgesetzt wird, wenden Sie sich gerne an uns. Ich sehe, wir haben ein paar Fragen im Chat. Susi reicht mir das gerade mal rüber. Die eine Frage war, Impfung länger als 12 Monate her, ist die dann noch gültig? Antwort aktuell ja. Also ist absolut so. Im Moment sind die gesetzlichen Regelungen so. Wir rechnen aber damit, dass es Veränderungen gibt, dass möglicherweise eine Auffrischungsimpfung oder ein Booster gefordert wird. Aber wenn Sie morgen losfliegen, ist das nicht so. Wir halten aber natürlich alle Kundinnen und Kunden, die bei uns gebucht haben, da auf dem Laufenden und schauen, ob wir dort zusätzliche Informationen geben können und ob wir sie informieren müssen, dass sie eine Boosterimpfung zum Beispiel brauchen.
Die zweite Frage, die hier noch reingekommen ist, sollte man in Yukon und in Alaska Campgrounds vorausbuchen? Ende August, Anfang September. Da ist es so, es kommt immer auf die Campgrounds drauf an. Im Yukon ist es so, dass sie um die Jahreszeit nicht vorausbuchen müssen. Sie kommen immer irgendwo unter. Da ist man auch so flexibel und sagt, wenn Sie mit dem Wohnmobil kommen, ja gut, dann stell dich halt da an die Ecke, ist kein offizieller Stellplatz mehr, weil wir voll sind. Das kann eigentlich nur passieren am 1. September-Wochenende, langes Feiertagswochenende. In Alaska ist es so, überall dort, wo Hotspots sind, müssen Sie unbedingt vorausbuchen. Also zum Beispiel, wenn Sie in den Denali-Nationalpark möchten und möchten dort einen Campingstellplatz haben für August oder September, kriegen wir für dieses Jahr nichts mehr. Die sind alle seit Monaten ausgebucht. Freigabe ist immer am 1.12. und wir sitzen am 1.12. da und hacken die Buchungen unserer Kunden in die Computersysteme, um das zu sichern und darzustellen. Jetzt haben wir hier eine weitere neue Nachricht, sehe ich gerade noch. Ich bin Single im Rentenalter. Möchte natürlich nicht ganz allein durch die Gegend fahren. Haben Sie da auch Angebote? Ich kenne Rundreisen in kleinen Gruppen. Ja, absolut. Also individuell zusammenstellen heißt nicht, dass Sie alleine reisen müssen, sondern heißt nur, dass wir uns Ihre individuellen Wünsche ansehen. Wir haben einen Partner, Ruby Range Adventures, die sehr stark im Yukon, Alaska und British Columbia unterwegs sind und die fantastische Kleingruppenreisen machen, exklusive Kleingruppen, ich sage mal so 10, 12 Leute maximal und die wir genau anpassen können, wenn Sie sagen, ich möchte ein bisschen wandern auf Ihren gewünschten Schwierigkeitsgrad hin und so weiter. Also das gehört bei uns auch dazu, Sie entsprechend individuell dann zu beraten. So, Susi, hast du noch weitere Fragen entdecken können im Chat? Jo, dann sind wir soweit auch durch. Ich habe ein paar Minuten länger gebraucht als vorgesehen, aber es sind immer noch 10 Minuten Zeit, falls Sie noch einen der 17 Uhr Vorträge mitnehmen möchten. Und ansonsten lade ich Sie ganz herzlich ein, wenn Sie Fragen haben, rufen Sie einfach an. Wir sind morgen ab 10 Uhr für Sie da und oder schicken Sie uns eine E-Mail und sagen, Herr Bund, können Sie mich Montagabend um 18 Uhr zurückrufen? Das machen wir alles herzlich gerne und besprechen dann mit Ihnen individuell, wie wir Ihre Reiseträume umsetzen können, welche Informationen Sie vielleicht noch brauchen. Sie dürfen sich auch gerne immer mit recht unkonkreten Sachen an uns wenden. Also die skurrilsten Anfragen, die ich hatte, war eine Dame, die gesagt hat, ich will auf einem Berggipfel stehen, wo ich selber rauflaufen kann, aber dann 360-Grad-Panorama habe. Ja, also da haben wir auch erstmal kurz geschluckt, aber wir wussten, wo wir suchen mussten. Wir wussten, wo wir fündig geworden sind, nämlich in den Coast Mountains an der Sunshine Coast. Und sowas lässt sich umsetzen. Und ich sitze im Moment an einer Buchung von zwei Berliner Lehrerinnen, die beide nächstes Jahr im Sommer in den Ruhestand gehen und gesagt haben, Herr Pund, wir wollen 5 Wochen Westkanada erleben. Aber wir haben beide keinen Führerschein und setzen Sie uns bloß nicht in so einen Reisebus mit 40 Leuten. Machen Sie was Individuelles. Und das sind Sachen, wo eine TUI bei allem Respekt vor dem größten Anbieter am Markt sagen würde, machen wir nicht und die Kunden weiterschickt. Und ich sage, ja, klasse, ist genau das, was ich will, ist genau das, was uns Spaß macht, so etwas umzusetzen. Ich hoffe, meine Kollegin Susi Metz, die mich in der Technik und im Chat unterstützt hat, und ich haben Ihnen ein bisschen unsere Begeisterung weitergeben können. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag mit möglichst wenig schlechten Nachrichten und ich freue mich, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen. Herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Alles Gute.